Hallo, ich bin der Walter. Jeppe, ich bin hier und sammel Blümchen. Und auch so kleine Erdmännchen. Einer hätte mal. Und jetzt ein Blümchen. Hallo zusammen, das sind wir wieder hin. Elden Ring. Hier am verlassenen Sarg. Ja, die anderen und ich, wir kommen nicht los. Wir haben immer noch nicht die vierte Reise auch gedreht. Ich wollte noch den Ende Quest mit dem Dummfresser machen. Die hätte mich interessiert. Da gibt es dann noch zwei. Ich glaube, eine mit vier noch. Und wer hat noch eine? Kenne ich keine Ahnung. Muss ich noch gucken. Mache ich aber jetzt nicht. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wir probieren noch einmal ein paar Waffen aus, weil Steel Rising bin ich durch und NG Plus ist zu frisch, so dass man es jetzt noch einmal, es packt einem nicht so, sage ich wohl, wie jetzt zum Beispiel Elden Ring. Ich habe da eine Waffe, Stangewaffe ist das, ne? Muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Hat irgendwo rumgelegen oder was? Kann sein. Aber blutige Lanze nennt sich das Ding, auf 24. Löst ein bisschen Blutverlust aus und so, ne? Oder auch nicht. Was habe ich denn jetzt gedacht? Ich wollte eigentlich nur neu gucken. Sie ist schwer und nicht leicht zu führen, aber im Kampf zu Pferden und auch zu Fuß sehr effektiv. Blutsoll ist das Talent. Ein Bluteiltalent vom Fürsten des Blutes. Ja, ich glaube aber, die war nicht drauf, das habe ich drauf gemacht. Ja, und das möchte ich jetzt nochmal so ausprobieren hier. Ne? Mein Favorite ist ja immer noch der Abfallbeseitiger. Ne? Also, da habe ich jetzt noch nicht alles rausgeholt, aus um was geht, weil ich ja nochmal umgeskillt habe. Aber geht nicht. Also, mir gefällt da. Vielleicht nehmen wir den auch wieder für die vierte Reise. Aber ich mal probieren das jetzt mal aus. Mal ohne Waffe und Wusch. Mal gucken mal, ob einer da ist, heute, ne? Lampel auch, ja, gut. Da ist er, da ist er, da rennt er da rum. Erst mal in der Rücke, ne? Ne, Anna, erst in der Rücke. Fürs NG Plus, wo bin ich jetzt? Dritte Reise, NG Plus. 2, ne, oder? Ne, 2 wäre die vierte Reise. Warte mal. Erster Durchlauf, dann NG Plus. Wäre 2, NG Plus 1. Wenn ich das nicht noch gucke, irgendwo. Stufe 308 sind wir. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir sind wir jetzt schon. Wird die vierte Reise auch dreht, das wäre NG Plus 3, ne? Ne, NG Plus 2 wäre das. Ich bin doch schon in NG Plus 2. Ich bin jetzt überfroh, Freunde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich das noch lesen kann. Ich brauche auf jeden Fall 913.000 Rune. Das ist viel. Ich glaube, NG Plus 2 habe ich. Ich weiß es echt nicht mehr, Freunde. Es ist schon zu lang her. Alla, komm, Runa. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Was so ein schöner. Aber in enge Räume steht die Sache, ist er nicht gut geeignet. Schwere Orgel wird auch nicht verkehrt, ne? So, die zwei sind hier. Ohne Buffe, ne? Ich hätte jetzt auch noch Buffe können. Könnte man hier nochmal probieren. Habe ich sowas dabei? Was könnte ich denn da nehmen? Goldener Schwur, okay. Ah, ich drücke jetzt immer wieder lang drauf, weil das bei Steel Rising müsste man ja da lang drauf drücken auf Y, um irgendwas zu erreichen. So. Und jetzt noch das da. Und dann nehmen wir es in zwei Hände, wenn es geht. Und laufen einfach mal los wieder. Wir können auch mal von vorne kommen. Ah, das ist aber verfälscht dann. Ja, da sieht ich doch. Ah, da hatte ich doch schon gesehen, Anna. Das ist gar nicht mal mehr. Das war von vorne. Halt, halt, halt. Das war ja von vorne, klar. Das
Und hier macht er mir Schade. Ja, trotzdem, naja, ist ja egal, scheiß drauf. Vielleicht wirkt es auch nicht high, das zeigt. Kann auch sein. So. Machen wir nochmal kurz Rast. Nur einfach durchdrücken, hast du gehört? Nicht lang rummachen. Zack, raus hier. Wirkt noch. So. Mal gerade gucken, was er meint. Kann man denn parieren? Ja, parieren kann man. Ich weiß bloß nicht, ob man alles parieren kann. Okay, das war nichts. Warte mal einen Moment, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Okay. War nichts. Blutung. Wow, jetzt aber vorsichtig. Okay, noch einer, hopp. Ja, gut. Ah, hat gereicht. Da ein bisschen holprig jetzt, ne? Aber so ist es halt, ne? Es läuft nicht immer alles glatt. Zumal, dass wir ja nicht jeden Tag mehr gespielt haben, ne? Oder? Probieren wir mal. Also, den großen Axthieb kann man, glaube ich, nicht, aber die Faust vielleicht. Ach so. Was macht er dann? Das Axt geht da. Aber es ist halt nicht so viel Schade. Dann, ne? Ja, dann mal macht doch mal die Faust. Eierkopf. Okay, das scheint nicht zu gehen. Oder ich bin zu blöd. Kann natürlich auch sein. Achtung, jetzt die Faust. Nee. Okay. War nix. Guck nicht so grimmig. Hast du ja recht, du hast gewonnen. 330.000 Rune. Komm, Anna, mach Licht. Mach Licht! Ich laufe. Rune euch sammle. Da sind sie. Spring! Und schlag doch mal mit der Faust. Und jetzt wird er geschlagen. Ah, geht jetzt wieder los. Okay, dann wollen wir noch einmal trinken. Kommt gerade der Kumpel. Wenn der mit der Faust zuschlägt. Okay, macht er nicht. Aua. Bringe mal Schlückchen. Der Schade ist nicht so riesig, ne? Und wir haben unser Tränke wieder gekriegt, ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenn man das jetzt ein bisschen besser üben würde, dann könnte das auch besser klappen, ne? Mit der Faust müsste eigentlich auch gehen. So, jetzt haben wir das so. Jetzt hier schauen wir, nehmen wir noch einmal dann habe ich auch. Ach, die wertige Pike habe ich auch hochgerüstet. Was habe ich denn da neu? Ah. Warte mal, das könnte man vielleicht machen. Das ist so nach oben und da habe ich dann Alpenjäger oder was? Wie ist das? Riesenjagd hieß das, glaube ich, gell? Probier mal aus, komm. Lampe an, ja. Riesenjagd, bin ich mal gespannt. Haben wir aber schon, glaube ich, mal ausprobiert. Bei einer anderen Waffe, wenn ich recht weiß. Dann macht nicht so viel Schade. Ja. Gut, der kommt halt nicht zum Aufstehen. Ja, klar. So schnell wie er ist, ne? Aber wenn er dann nochmal liegt, liegt er, ne? Ah!
Okay, da hat alle getroffen. So, das war da Riesenjagd, also das ist einfach so mal. Sollte mal die Pike ausprobieren. Jawohl, genau so. Und jetzt? Tun wir mal. Der Baumspeer ist alles schlecht für die, die im Tode leben. Ganz nützlich, muss man nicht zweimal durch die Eier dreschen. Der Schlangenjäger habe ich auf 10 hochgerüstet. Skaliert Stärke A. Stärke habe ich aber nicht alles voll neu gemacht. Ich muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass ich die Talismänner hätte tauschen müssen. Ne, warte mal, was könnte man da. Ich habe Blutung noch drin. Wenn ich gerade gucke, ob man da vielleicht was hätten, wo man da eventuell unter Umständen neu machen könnte. Aufgeladene Angriffe. Vielleicht, ne? Oder? Wir machen erst mal ohne Buffer. Das, mit dem Buffer bringt er nicht so viel. Das kannst du im Spiel machen, wenn du ein Boss hast, oder was? Wo sind denn die jetzt alle? Achso, ich muss erst rasten. Hopp, einfach hinsetzen und dann gleich hoch. Anna. Raus, hoch, auf geht's. Zack. Ich würde sagen, wir machen erst mal. Guck, ob es klappt. Was macht er dann? Scheiße. Ja. Ah ja, guck. Machen wir was Vernünftiges. Ah, eben. Oh, geht aber, oder? Oh, nicht reden. Boah, du dich. Hast du gesehen? Und der da aber. Er hat wieder versucht. Hast du gesehen, Anna? Trinken wir noch ein Schlickchen. So, Achtung. Ah, hat nicht ganz gereicht, ne? Hab ich nicht auf dem Schirm gehabt, die Waffe. Ganz einfach, aus dem Evergrund, damals, wie man die bei, bei Reikart, ne? Bei dem Blasphemischen, wie man die da geholt hat. Da stand halt, kämpft ihr gegen Riesenschlangen, erscheint eine lange Lichtklinge. Das ist richtig. Da habe ich gedacht, naja, die ist nur für Riesenschlangen. Gar nicht wahr. Ich habe da einen Streamer gesehen auf Twitch, der Laser, der macht da so Runs. Also so ein Run eben auf Zeit, ne? Ohne Glitsche. Und da habe ich gedacht, Mensch, mal ja, mehr kennst du doch mal ausprobieren oder ne? Oder doch? So, Achtung, jetzt nochmal kurz rasten. Jetzt will ich mal den. Der Angriff, der wäre normalerweise mit der Lichtlanze. Okay, dann probieren wir mal gerade mal da vorne, wenn der kräftige da hochläuft. Einfach mal neu wischen. Da ist er schon. Erstmal in der Rücke, ne? Ist klar. Ah ja, geht. Kann man nichts. Kann man eigentlich. Man muss halt auch ein bisschen in der Nähe stehen, ne? Weil gegen Reigert haben wir da so riesig. Der hat ja weit weg gestanden. Der hat ja in der Lava drin gestanden, der Heini. So, fertig. Gar nicht gewiss, was wie man. Der Lappe über dem Gesicht. Also, nee, halt, das ist gar nicht der Lappe, das ist der Typ, wo der runterhängt. Hat sich mit dem vereinigt. Ja, das kann er machen. Ja, was haben wir noch? Ich glaube nichts mehr momentan. Alles andere. Haben wir ja schon irgendwie durchgespielt. Ja, Pike und so. Der da ist auch nicht schlecht. Das ist der solide Wächterschwertspeer. Stoßhagel hat der. Auch nicht. Wieso macht denn der jetzt mehr Schade wie. Skaliert der auch noch schnell, oder was? Nö. Ach so, auf Stärke und aufs Geschick. Geschick habe ich mehr, ne? Oder? Ja. Da habe ich schon umgeskillt, ne, weil ich ja da
Naja, ich weiß auch nicht warum, ich hab's vergessen. Und mal mit dem was ausrichten hier. Ah, der hat diesen Schwung. Zacki, Luschi, Blaschi und nochmal, ja. Und was macht er da? Und nehmen wir zwei, bitte. Ah. Ah. Locke? Das ist aber so ein normaler Stich. Ne? Ah, okay, warte mal, Moment. Machen wir noch ab. Die Zeit nehmen wir uns. Die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht drauf. Oh. So. Jetzt müsste ich schon wieder die Talismänner tauschen, oder? Ach, los ist, brauchst du nicht. So wegen dem bisschen mehr schade oder weniger. Peter Reise wird sowieso ein bisschen heftiger. Wie machen wir, wie gehen wir vor? Oh, das hat er gar nicht mitgekriegt. Der ist im Sprung gestorben. Oh, brutal. Ich habe gar nicht gesehen, was war schade. Lass mal da mal. Ich block den mal weg jetzt. Was ist denn jetzt mit deiner? Ja? Das geht aber. Ja? Ja, kann man nichts sagen. Ist nicht großartig, da schade, aber es sieht halt gut aus, wenn das so brennt da vorne. Was sieht man dich von weitem an? Das ist so tappisch. Ja gut, okay. Nächste Mal, dann machen wir es aus. Ist ja aus, okay. Ja, so, mal sehen, wie man es jetzt ausstellen. Vielleicht können wir auch gleich losreisen oder so. In den nächsten 2-3 Monaten, aber jetzt noch nicht. Und hepp, okay, macht's gut, bis dann, ne?